Ein Traum wird wahr. Urlaub mit dem eigenen Luxusliner. Mit einer Note von 1 bis 10. 100. Das ist ein bisschen übertrieben. Oder das erste Mal Campingurlaub mit einem gemieteten Wohnmobil. Ja, was meint ihr, halten wir das eine Woche aus hier drin? Eine Woche werden wir ja wohl zusammen schaffen. Martin, einfach machen und alles explodieren. Urlaub auf vier Rädern boomt. Jetzt bei Hauptsache Camping. Wohnmobil kaufen oder mieten. Das ist eine gute Einstellung. Ja, die stellen wir da vorne hin. Einmal hier, so, dann haben wir die schon mal. Kannst du die Stromkabel holen, dann hole ich noch das Benzin. So. Rike und Benno Sara aus Worms sind absolute Campingprofis. 45 Jahre machen sie das schon gemeinsam. Mit dabei ihre Hunde und ganz viel Begeisterung. Dieses kleine Wohnmobil, was ja doch in der Natur irgendwie steht, auch wenn wir auf dem Campingplatz stehen und nicht irgendwo wild am Strand. Du spürst den Regen, du merkst sofort, wenn der Regen aufhört, dann ist die Sonne wieder da oder zumindest regnet es halt nicht mehr. Man ist da einfach viel näher dabei. In ihren Campingurlauben haben sie viel Erfahrung gesammelt und halb Europa bereist. So, das ist unser Geografie-Flur. Und das war an für sich so die Absicht für unsere Enkelkinder, damit die so ein bisschen Gefühl kriegen, wie sieht die Welt aus. Los ging's in den 70ern. Da hat sie das Campingfieber gepackt. Anfangs noch ganz klassisch mit Zelt, dann im Wohnwagen und seit 10 Jahren mit dem eigenen Wohnmobil. Knapp 140.000 Kilometer haben sie dabei zurückgelegt. Jetzt ist es Zeit für das neue Traumwohnmobil. Sohn Kolja ist auch Campingfan und nutzt mit seiner Familie das Wohnmobil der Eltern. Heute holt er mit Benno das neue Wohnmobil ab. Einen Luxusliner. Die Papiere sind gepackt und das neue Kennzeichen. In Worms mit einem Extra. Das haben natürlich alle Wohnmobil-Leute Womo dran stehen. Endlich geht's los. Nach Mainz. Zum Händler. Jetzt kribbelt es natürlich auch. Jetzt, das ist wirklich verrückt, weil je näher du kommst und je mehr Wohnmobile du siehst, desto heißer wirst du. Ne? Auf die beiden wartet ein nagelneues Traumwohnmobil. Ah, jetzt geht's los. Ja. Axel Wald ist der Betriebsleiter und übergibt das neue Wohnmobil. So, bitteschön. Dankeschön. Ja, da steht er. Hammer. Jetzt haben wir so lange darauf gewartet, ne? Wie lang war jetzt die Lieferzeit bei Ihnen, Herr Sauer? 8 Monate. 8 Monate? Wir haben im August oder so, waren wir hier. August, September. Aber ist egal. Der sieht wieder genial aus. Ist schön, ne? Ja, ja. Da ist es. Ein Karthago Chic Sea Line. Listenpreis 105.000 Euro. Und Benno hat noch jede Menge Extras dazu bestellt. Dasselbe nochmal? Ja, Kühlschrank. Der sieht anders aus. Oh, Herr Sabe. Der immer wieder funktioniert? Nein, jetzt ist nicht voller. Nee. Kühlschrank? Ja. Sowas hat man noch nicht mal zu Hause. Nee. Öffnet auf zwei Seiten. Je nachdem, wo Sie sich gerade befinden, ob Sie jetzt am Kochen sind. Oder ob sie das von draußen cool. Einfach ja, nur mal... Ja, ist neu. Finde ich super. Finde ich total genial. Das Wohnmobil hat 5 mögliche Schlafplätze. Eine separate Dusche. Und ein Badezimmer. Einen Ankleidebereich. Einen 32-Zoll Fernseher. Und noch viele weitere Extras. USB-Steckdosen. Richtig. Genau. Ja, die Kinder sind gerettet. Wohnmobilurlaub geht aber auch anders. Martin Rösner, Ilka Rösner, Hund Leo, Tochter Liv und Sohn Konstantin sind Camping-Neulinge. Sie mieten zum ersten Mal ein Wohnmobil. Ja, jetzt geht's los. Hallo. Moin. Guten Tag. Hi. Hallo. Familie Rösner, hallo. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei den Euschens. Das ist die Heike und ich bin der Matthias. Hallo. Euer Heim für die nächsten Tage.
Das Mietmobil der Rösners? Ein Ahorn Camp Eco 638. Es hat bis zu 6 Schlafplätze, eine Kochnische und ein Bad mit Dusche. Erstmal gibt's eine Einweisung für die wichtigsten Dinge. So, das ist also jetzt hier die Toilettenkassette. Wichtig ist, wenn man die rausnimmt, die ist jetzt also auch geleert mit einem Stück Chemie drin, das zeige ich euch auch noch. Hier ist so ein Riegel, entriegeln, rausziehen. Muss auch alles leicht gehen. Wenn was hakt, dann stimmt irgendwas nicht. Fest installiert ist ein Stockbett und 2 Schlafplätze im Alkoven. Wer mehr Platz braucht, baut die Sitzgruppe um. Der Tisch. So, dann haben wir schon mal das. Die Seiten ausziehen. Polster auch hier mit einem Brett. Das heißt, die mit dem Brett kommen hier. Jetzt habt ihr hier ein Bett, was ihr euch bauen könnt. Familie Rösner hat sich für einen kleinen regionalen Verleih entschieden. Aber es gibt auch viele große Player am Markt. Wie man den passenden Anbieter für sich findet, weiß Sophia Pfisterer. Leidenschaftliche Camperin und Fachjournalistin bei einem der größten deutschsprachigen Reisemobilmagazine. Bei den großen Anbietern hat man natürlich den Vorteil, dass sie meistens über ganz Deutschland oder vielleicht sogar über ganz Europa Filialen haben, also ein großes Servicenetzwerk, falls mal irgendwas sein sollte zwischendurch. Bei den kleinen und regionalen Anbietern, wie es jetzt die Familie Rösner sich ausgesucht hat, ist der Vorteil, dass die ganz in der Nähe sind und vielleicht auch ein bisschen mehr persönlichen Service bieten können. Und hier erklärt der Chef persönlich alle Details. Hier hast du also ein Bad, wo Dusche und Toilette oder Waschbereich geteilt ist. Hast natürlich den Vorteil, dass du keine nasse Toilette hast, wenn jemand duschen war. Ne? Ist gerade bei der Familie wichtig. So, dann zeige ich dir jetzt noch das Hauptbedienpanel vom ganzen Aufbau. Hier nebendran siehst du den Wasserstand. Der ist nicht ganz bis oben. Also wenn ich da noch jetzt ein paar Tropfen reinlassen würde, würde das voll anzeigen. Wenn das Auto am Strom hängen würde, was es jetzt nicht tut, würde auch hier dieser Schuko-Stecker leuchten. Dann siehst du also auch, dass dein Auto am Strom hängt. Also hier bin ich jetzt so ein bisschen Raumschiff Enterprise. Ja, auch solche Autos sind schon sehr modern mittlerweile. Doch es geht deutlich moderner. So, hier haben wir einmal verbaut die Truma iNetbox. Okay, ja. Die können Sie mit Ihrem Handy koppeln. Ja. SIM-Karte rein. Ja. Oder SIM-Karte. Das elektronische Herz des Wohnmobils. Damit lässt sich so gut wie alles per App steuern. Für Ex-IT-Manager Benno ein Must-Have. Weitere Extras am Wohnmobil? Oh. So, Herr Saar, Ihre riesengroße Heckgarage. Was ist das runde Teil da unten? Genau, das ist die erste Besonderheit zu Ihrem. Ich habe hier die erste Reinigungsöffnung für den Frischwassertank. Frischwassertank? Genau. Hier können Sie bequem mit dem Schlauch oder auch mit der eingebauten Außendusche mal den Wassertank reinigen. Außendusche? Für Hunde. Ja. Wenn die Hunde so aus dem Feld kommen, sind dreckig. Wir haben diesen kleinen aufklappbaren Pool da, der so hoch ist. Und dann lassen wir da Wasser rein, dann werden die Pfoten gewaschen. Das ist optimal. Also wird auch sehr, sehr viel von Hundebesitzern mitbestellt. Ja. Bei diesem Wohnmobil hat sich Benno wirklich alle Wünsche erfüllt. Ich bin total happy, weil das ist die letzte Ausbaustufe, die ich haben wollte. Sagen wir es mal so. Wir haben also das Ziel erreicht. Das ist das, was wir haben wollten. Wir nach 45 Jahren oder 35 Jahren Wohnmobil fahren und immer wieder, was kann man verbessern? Das ist so das Maximum der Optimation. Optimierung? Optimierung. Optimierung. Das ist es jetzt. So, und das werden wir ausprobieren. Benno geht gleich auf die erste Fahrt. Zunächst nach Hause. Familie Rösner wagt den ersten Blick und nimmt das Wohnmobil in Besitz. Oh, das ist ja größer als gedacht. Okay, und das? Das ist für. Ja. Erst für uns alle. Ich würde sagen, das für dich. Dann stehst du quasi in der Küche. Und hier ist Geschirr. Ein Kaffeefilter. Ja, Kaffeefilter. Ich war auch ganz überraschend. Und wie vor 100 Jahren. Und dann haben wir hier eine Kaffeekanne.
und Filterpapier. Wir haben auch keinen Wasserkocher, wir haben einen Kochtopf. Und dann werden wir hier das Wasser heiß machen. Den Urlaub im Wohnmobil hat Martin angestoßen. Er will mit der Familie an die Ostsee, seine alte Heimat. Es ist irgendwie so wie auf dem Schiff. Also dafür auch die Keile. Es ist doch ein bisschen abgeschüttet. Ja, ist schon schräg. Und auch das Gefühl, es wackelt ja so ein bisschen irgendwie. Ja, das ist schon sehr, so wie Seegang. Liffy, Begeisterung! Komm. Das ist das, wo wir arbeiten werden. Ja. Da gibt es vegetarische Küche an Bord des Campingmobils. Also im Urlaub ist es immer so, dass entweder Martin oder die Kinder kochen. Und ich brauche überhaupt nichts in der Küche zu machen. Ich muss nicht abwaschen, gar nichts, weil ich das halt sonst die ganze Zeit mache. Und das ist dann halt für mich Urlaub. Sonst werde ich lieber in ein Hotel gehen, wo ich mein Essen auch fertig bekomme. Und deswegen hat Martin dann immer gesagt, wir machen das dann. Hier oben wollen Martin und Ilka schlafen. Im Alkoven. Viel einfacher. Okay. Ja! Und wie ist es so? Ups, aua. Okay, alles klar. Man sollte liegen. Zum Sitzen ist es nicht geeignet. Ja, halten wir das eine Woche aus hier drin? Also aushalten, denke ich mal schon. Eine Woche. Aber das wird witzig. Ich finde, es ist wie in so einem. Was? Eine Woche werden wir ja wohl zusammen schaffen. Ja, das denke ich. Ja, klar, wir zusammen eine Woche. Aber ob wir auch eine Woche hier drin. So wenig Platz haben wir noch nie gehabt miteinander. Ja, das stimmt. Ja, Mobile Home ist auch nicht viel. Da hat jeder sein Zimmer. Aber Liffi, kannst du mal deinem Zimmer die Tür zumachen? Siehst du, funktioniert. Gute Nacht. Vor der Abfahrt steht bei den Rösners noch Papierkram an. Ganz wichtig, das Übergabeprotokoll. Darin werden alle vorhandenen Mängel dokumentiert. Damit es bei der Rückgabe keinen Ärger gibt. Wir haben es geschafft. Hier ist der Autoschlüssel. Viel Spaß und gute Fahrt. Vielen Dank. Wir werden einen schönen Urlaub haben. Liffi, auf geht's. Wir fahren los. Ja, wir fahren dann hinterher. Genau, ihr fahrt hinterher. Genau. Und wir fahren jetzt mit dem Wohnmobil. Okay, dann viel Spaß. Wir sehen uns. Für Martin und die 13-jährige Liv die erste Fahrt mit einem Wohnmobil. Nicht gut? Ja, Frau. Wir sagten, du kommst schon. Ja, das erhöhte Sitzen ist schön. Ist es ein bisschen schwer zu fahren? Nee, gar nicht. Das Einzige, was jetzt natürlich anders ist, ist so wie eben der Wendekreis. Ich muss auf Toilette. Aber nicht jetzt an der Ampel. Während der Fahrt ist die Verlockung sehr groß, vielleicht mal kurz aufs Klo zu gehen oder im Stau mal kurz einen Kaffee kochen. Aber nein, wir sind immer noch in einem Fahrzeug und in einem Fahrzeug gilt, man muss angeschnallt sein. Weil selbst in einem Stau kann es sofort wieder losgehen und dann fliegt man hier durchs Fahrzeug. Und wenn das passiert, dann erlischt auch jeder Versicherungsschutz. Also bitte während der Fahrt angeschnallt und sitzen bleiben. Für die nächsten 9 Tage gehört das Wohnmobil den Rösners. Und das kostet ihr Urlaub mit dem gemieteten Wohnmobil. Zu den Mietkosten von 95 Euro am Tag kommt noch eine Service- und Reinigungspauschale von 109 Euro dazu. 1000 Euro Kaution mussten die Rösners zusätzlich hinterlegen. Auch Benno Sare kann endlich mit seinem nagelneuen Luxusliner auf die erste Fahrt gehen. Er hat geschaltet und man hat es nicht gemerkt. Das war beim letzten Wohnmobil, das war der erste mit Luftfederung. Luftfederung ist wie beim Omnibus. Da die Federanlage ist dann mit Luftpolstern quasi gemacht und dann schwebt man so durch die Schlachtlöcher durch. Und da waren wir damals schon begeistert, wie toll der fährt, aber der fährt jetzt hier noch Klassen besser. Also ein wunderschönes Auto. Bennos Vorgängermodell war 3,5 Jahre alt.
Er hatte es für 120.000 Euro neu gekauft und jetzt noch 83.000 Euro dafür bekommen. Aktuell rechnet man grob geschätzt mit einem Wertverlust von 10% pro Jahr bei Wohnmobilen. Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug habe wie dieses hier, dann hört es natürlich mit den Kosten nicht auf, wenn ich das Fahrzeug gekauft habe. Ich muss natürlich die ganze Zeit Sprit und Serviceintervalle von dem Fahrzeug natürlich auch bezahlen. Dann kommt ab 2023 auch wieder die Gasuntersuchung oder die Gasprüfung mit dazu. Die muss alle 2 Jahre stattfinden. Und dann muss das Fahrzeug natürlich auch irgendwo wohnen, wenn ich nicht gerade damit unterwegs bin. Also ich brauche eine Garage oder einen Abstellplatz. Wenn ich nicht selber einen Hof habe, dann muss ich diesen Platz natürlich mir auch mieten. Und das kostet dann auch. Die Saris zahlen jährlich noch 2.500 Euro obendrauf. Die teuersten Punkte: Versicherung, Steuer und Stellplatzmiete. Für das 8 Meter lange Wohnmobil will Benno seine Garage ausbauen und hat schon einen Architekten beauftragt. Das macht es auch nicht billiger. Mädchen, willst du auch rein? Ja. Dann würde ich reingehen. Okay, also wow. Nicht reinklettern. Oh, ist der groß. Der ist ja riesig. Was ist das? Hochrasen. Hallo. Bei den Felsen. Sehr cool. Ich wollte die Küche noch angucken. Küche. Ist meine Kaffeemaschine da? Ja. Ja? Ja. Kaffeemaschine? Kaffeemaschine? Ach nee. Sehr schön. Was ist ein deutscher Kuschstuhl jetzt? Ich hab doch Kaffeemaschine. Da ist nichts drin, Niklas. Also dann versuche ich. Na doch, ich schaff's. Der ist größer. Definitiv. Wow, cool. Und ist das mit Fernbedienung? Nee, das ist nur eine Klappe. Und? Cool? Ja. Wie cool? Richtig cool. Ganz cool. Super. Mit einer Note von 1 bis 10, 11, ja? Welche ist die beste? 10 ist die beste. Deswegen geben wir eine 11 für das Wohnmobil. 11. Ja. Nein, 100. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist übertrieben. Aber 11, aber 11 ist gut. Doch die 11 reicht Benno nicht wirklich. Bevor es in den Urlaub geht, will er weitere Extras einbauen lassen. Natürlich geht das alles auch günstiger und kleiner. Einen neuen Campingbus bekommt man ab ca. 30.000 Euro. Es ist die kompakteste Variante. Für bis zu 4 Personen ohne Waschraum. Etwas größer der Kastenwagen. Darin kann man stehen und er bietet manchmal sogar ein kleines Bad. Ein typisches Familienmodell, das Alkoven-Wohnmobil. Mit Schlafnische über dem Fahrerhaus, Platz für bis zu 6 Personen und mit einer Nasszelle. Nachteil: hoher Luftwiderstand durch den Aufbau und damit mehr Spritverbrauch. Bei Teilintegrierten wird das Fahrerhaus des Basisfahrzeugs verwendet und teilweise in den Wohnbereich eingebunden. Meist durch drehbare Sitze, die die Sitzgruppe ergänzen. Vorteil: es ist windschnittiger als mit Alkoven, bietet aber weniger Schlafplätze. Die Vollintegrierten sind die Oberklasse. Wohn- und Schlafbereiche sind meist abgetrennt. Im Gegensatz zum Teilintegrierten wird das Fahrerhaus extra angefertigt und eingebunden. Sie bieten den meisten Platz. So, erst mal testen, ob das passt. Bei Benno und Rieke steht die erste Testfahrt mit dem neuen, voll integrierten Wohnmobil an. Warte, stopp, Vorsicht. Oh, das wird aber doch eng, wa? Boah, alles gut. Ist ja haarscharf. Ist schon drin? Ja. Ja. Ist schon drin? Ja. Alles hat hier seinen Platz. Blöde. Ja, warte mal. Was hat sich hier? Die Sitzpolster für die Stühle. Hier ein Wasserschlauch, das ist überhaupt ein perfektes Ding. 10 Meter oder was weiß ich was. Aber kannst du so klein verpacken. Wunderbar. Ja, Stromkabel, Feuerlöscher ist hier drin, ist ja auch alles beschriftet. Ja. Ihr Packsystem haben Rieke und Benno im Laufe der Jahre perfektioniert. Das ist an und für sich, ich sag mal, das Grillfach. Weil wir haben hier unseren Gasanschluss, hier ist das ganze Grillzubehör. Und hier ist so ein bisschen Elektronik, die ich dabei habe. Adapter für verschiedene Geräte und ein WLAN-Verstärker und. So, hier ist für mich ein sehr tolles Fach. Das sind so 5 Kästen Wein und die haben wir alle wunderbar hier reingekriegt. Und das ist eine positive Sache. Ganz schön viel. Wie viel man einladen darf, ist bei jedem Wohnmobil anders. Das zulässige Maximalgewicht ist schnell erreicht.
Wenn ich mein Fahrzeug doch überladen habe und die Polizei mich erwischt, sprich, die Polizei zieht mich im Verkehr raus, stellt mich auf eine Waage und ich habe Übergewicht, dann ist das nicht nur irgendwie so eine kleine Bagatelle. Vor allem im Ausland, aber auch in Deutschland, kostet das einfach Strafe. Und das sollte man, wenn man sich ein Fahrzeug zulegt, auf jeden Fall vorher bedenken. Also, wie viele Leute nehme ich mit? Wie viel Gepäck nehme ich mit? Nehme ich beispielsweise 2 E-Bikes oder einen dicken Roller oder irgendwas anderes Schweres immer mit? Dann sollte ich auf jeden Fall Zuladungsreserven haben, damit ich eben keine Strafen zahlen muss. Benno Sara hat seinen neuen Liebling aufrüsten lassen. Von 4,5 Tonnen Gesamtgewicht auf 4,8. Dazu noch eine elektrische Markise. Eine Hubstützenanlage für knapp 7.000 Euro und Support bei der Schmutzwasserentsorgung. In Campersprache Grauwasser. Da haben wir eine Kamera installiert. Es gibt bestimmte Stellen auf einem Campingplatz, wo du das Grauwasser ablassen kannst. Das ist also quasi wie so ein Gulli. Und damit du siehst, dass du genau drauf bist, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Frau in Regen schicken und die muss das dann zeigen. Oder inzwischen haben wir eine Kamera und dann kann ich genau innen drin sehen, jetzt bin ich genau über dem Gulli, stopp. Die Rösners sind unterwegs in den Urlaub. Es geht an die Ostsee. Seit 2 Tagen sind sie schon auf Tour, haben unterwegs Ilkas Mutter besucht. Nach der ersten Nacht haben sich die Rösners selbst gefilmt. Der erste Morgen. Die Frage, ist es ein guter oder ist es ein Morgen? Guten Morgen. Ich wollte eigentlich da oben schlafen. Aber dann war es mir doch sehr eng da oben. Nächste Nacht gleich unten oder wieder oben? Auf jeden Fall schlafe ich hier wieder. Also ich gehe nicht nochmal dahin. Ja. Also, wie ist denn dein Fazit? Also die erste Nacht war nichts. Ansonsten mit dem Wohnmobil, das bringt schon Spaß, damit zu fahren. Das baut mich ein bisschen auf und ich habe auch die Hoffnung, dass es jetzt besser wird, die Tage. Nach anstrengenden 700 Kilometern sind sie endlich da. Ihr Urlaubsziel, ein Campingplatz in Scharbeutz an der Ostsee. Konzi! Konzi Campingplatz! Ich habe jetzt absolut gar keine Lust, auch nur irgendwas zu machen. Wir packen jetzt die Kinder ein und dann gehen wir zum Wasser und alles andere machen wir nachher. Bis zum Meer ist es zum Glück nicht weit. Nur einmal quer über den Campingplatz. Vorbei am Sanitärhaus. Oh, das ist neu. Mit Palmen, genau. Ich glaube, wir gucken nachher da noch mal rein, wie die so aussehen, die Duschen. Dann entscheiden wir das. Also wenn die gut aussehen, so wie außen, dann ganz klar da. Weil ja. Das ist Duschen im Wohnmobil. Das ist Duschen woanders. Ja, es ist toll, wir können duschen im Wohnmobil. Und wenn es woanders geht, dann lieber da. Ganz schauen klar. Wir dann mal so. In Mobile Homes wie diesen haben die Rösners sonst immer Urlaub gemacht. Würdet ihr lieber jetzt umziehen wollen und sagen, es war schön mit dem Wohnmobil und es ist schöner da drin? Also ich würde jetzt vielleicht nicht direkt jetzt umziehen wollen, aber ich glaube schon, dass es in so einem Mobile Home schöner ist. Glaube ich auch, ja. Hör mal füllen. Wie, du gehst hin hier dran? Oh. Es geht. Warte, wie viel gibst du mir dafür, wenn ich da reingehe, Konzi? Liffy, nein, bitte nicht. Liffy, mit Schuhen? Schön. Nein. Nein, nicht mit Schuhen. Nein, nein. Ist schön. Was sagst du dazu? Und riecht nach mehr. Ja, endlich mehr. Die Saris testen ihr neues Wohnmobil übers Wochenende. Jo, ist ja gut. Warnblink aus. Klappe runter und los geht's. Es geht Richtung Eifel. Hey, wir fahren in Urlaub. Sollen immer schön vorsichtig fahren. Nicht, dass noch ein Fach auf ist und uns um die Ohren fliegt. Das
wäre das erste Mal, dass nicht, das nicht passiert. Ich habe es nicht kontrolliert. Ich weiß. Wir haben unsere Liste nicht abgearbeitet. Das ist schlecht. Das heißt, wir werden das dann gleich on the fly machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erstes Fazit nach einer Stunde Fahrt. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr entspannt, Wohnmobil zu fahren. Der alte hatte weniger PS, das alte Fahrzeug. Und wenn du dann so jetzt diese Steigung zum Beispiel, dann ist ja dann nur noch, konnte ich gerade mal 80 fahren. Und das ist irgendwo ziemlich doof, wenn du einen LKW überholen darfst und du kannst es nicht. Und dann habe ich gesagt, diesmal, das Wohnmobil bekommt mehr PS. Und jetzt haben wir also die maximalen PS, die es gibt bei dem Modell, bekommen. Und das merkt man wirklich. Es macht einfach mehr Spaß zu fahren. So ein großes Modell darf aber nicht jeder fahren. Die Familie Sahre hat ein ziemlich großes Wohnmobil. Auch das hier ist ein ziemlich großes Wohnmobil. Das wiegt nämlich über 3,5 Tonnen. Und in der Klasse zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen, da brauche ich einen C1-Klasse-Führerschein. Da reicht also der normale Pkw-Führerschein, der B-Führerschein nicht. Oder man hat eben das Glück, den Führerschein vor 1999 gemacht zu haben. Dann darf man auch Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren. So wie Benno Sahre. Er ist mit Rieke am Campingplatz angekommen. Der Aufbau steht an. Benno freut sich schon auf seine Technik-Gimmicks. Wir haben hier ein schönes Reisemobil. Danke. Ja. So, jetzt kommen wir zum nächsten Spielzeug. Wenn ich da drauf drücke, fahren dann da unten diese Teller raus. Jetzt, was er jetzt macht, ist, er hebt ihn jetzt an und hat innen drin eine Waage, eine Libelle. Und er steht schon ziemlich gut in der Waage. Und dann gleicht er das nur noch aus. So, jetzt geht er vorne hin. Gleicht das noch ein bisschen aus. So, das war's. Jetzt steht er in der Waagerechten und wackelt nicht mehr. Was andere machen, die haben Keile. Die sind an einem Ende eben flach und am anderen Ende so hoch und fahren dann da drauf. Mit dem einen oder anderen Rad oder mit zweien, je nachdem, wie der Platz gerade so ist. Und dann ist es in der Waage? Nö. Wenn du Glück hast, ja. Ob Heizung, Gas oder Strom, bei Sahres wird alles per App gesteuert. Kannst du auch sagen, mach mal die Heizung an. Oder du bist am Strand, es ist heiß und du sagst, mach mal die Klimaanlage an, wir kommen so in einer halben Stunde. Und dann kommst du an, ist der Wohnwagen durchgekühlt. Oder das Wohnmobil. Voll der Luxus, oder? Voll der Luxus. Luxus hier, der Campingplatz direkt am Strand. Nach dem Spaziergang steht bei den Rösners nun der Aufbau an. Wie fast so ein Check-in im Hotel, das dauert ein paar Minuten. Zumindest um die wesentlichen Dinge zu bekommen. Oh, Vorsicht. Und solange das Wetter mitspielt und es trocken ist dafür, ist das in Ordnung. Wenn ich mir vorstelle, es würde dabei regnen, dann würde ich es ganz furchtbar finden. Ja? Weil dann bist du klitschenass und hast dann alles aufgebaut. Was machst du denn jetzt da? Ich fahre den Brücke hier so aus. Muss ich irgendwas festhalten? Nee, noch nicht. Ja, okay, das reicht. Ein bisschen Herausforderung auch haben. Das war schon alles. Ach so. Ich lasse jetzt los. Kannst du drüber? Sieht irgendwie. Ein paar Holzsteine. Steine. So. Ich weiß nicht, ob das stabilisiert. Naja, es schadet zumindest nicht. Gut. Wie ein Hotel-Check-In sieht das aber nicht aus. Martin? Einfach machen und alles explodieren. Martin, du hast doch gesagt, damit hole ich mir Strom. Ja. Wie soll ich denn das machen, wenn das so, das ist doch ein ganz normaler Anschluss. Ja, damit holst du dir Strom. Was bedeutet das? Hä? Ja, guck mal, hier ist nur der ist offen. Achso, das ist ja. Dieser normale. Wenn das der ist, nehmen wir den. Aber wozu haben wir denn das andere? Aber es sollte funktionieren. Gut. Ein erstes Resümee. Also im Hotel wäre es natürlich jetzt vollkommen anders. Ob ich da jetzt lieber wäre, kann ich gar nicht sagen, weil es ist schon so ein Abenteuer. Wenn wir jetzt im Hotel wären, würden wir auf dem Zimmer sitzen und sagen, lass es spazieren gehen. Ja, und dann sind wir draußen. Jetzt sitzen wir draußen. Also im Augenblick genieße ich das tatsächlich. Es ist schön, die Ostsee ist da, der Wind ist weg, die Markise hält. Aber es ist wirklich eine andere Art des Urlaubs. Ja, aber wärst du jetzt lieber im Hotel? Nö. Cool. Auch die Sahres probieren ihre Markise zum ersten Mal aus.
Wer will kurbeln? Also Markise hat normalerweise jeder dabei. Weil das ist einfach, damit du Schatten hast oder wenn schlechtes Wetter ist, dass man dann nicht so viel Regen abbekommt. Und ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Nacken. Und so zu stehen ist ziemlich doof. Und habe ich gesagt, das gönne ich mir jetzt. Weil das muss nicht unbedingt sein. So. So. Ich habe fertig. Und jetzt noch gemütlich sitzen. Gilt auch für die Hunde. Und dann ein langjähriges Ritual. Ein gutes Glas Wein. Jetzt geht's aber wieder richtig runter. Ich glaube, das Wasser läuft nach da. Zum Wohl nochmal, ja. Auch wenn es kalt und nass ist, das tut richtig gut. Der nächste Morgen. Vor dem ersten Kaffee bauen Rike und Benno den Hundezaun auf. So, was machen wir jetzt? Nochmal nach außen? Noch größer machen? Oh, so lassen wir es jetzt. Ist es so lassen? Ja. Dann stecken wir sie jetzt richtig ich rein, ja? Ich ramme mit meinem Gewicht die Dinger dann herein. Okay. Da ist jetzt ein Zaun, passt auf. Vorsichtig, Zaun. Ja, jetzt seid ihr eingesperrt. Das ist ja, und jetzt, dann, wenn die sind halt ein bisschen aufgeregt. Haben. Und wenn sie sich dran gewöhnt haben, ist das dann super. Dann ist das ja alles selbstverständlich. Ne? Jungs, keine Leinen mehr, kein Tavi, wir machen nicht Agility. So, jetzt haben wir hier unser Reich. Und sie fühlen sich wohl in ihrem Reich. Das Beste war das Aufwachen heute Morgen. Ich wollte gar nicht aus dem Bett raus, weil die Vögel sangen, der Bach rauschte. Also das war richtig schön. Ich bin erst 20 nach 7 aufgestanden. Das ist für mich nicht normal. Je qualitativ hochwertiger das Wohnmobil ist, desto besser sind die Betten, die du bekommen kannst. Wir haben schon ganz anders geschlafen. Im Wohnwagen früher, da waren die Betten, glaube ich, 60 cm breit oder so. Ja, ja. Da hatte man immer Angst, dass man rausfällt. Jetzt haben wir 80 cm und haben ja noch mal 40 cm dazwischen, die ausgefahren werden können. Also wir haben eine Liegefläche. Groß, 2x2 Meter, kannst du sagen. Ja. Also das ist schon optimal. Das ist schon ein feines Bett. Doch es gibt einen ersten Mangel. Einen kleinen. Das ist ein Schloss. Das hat sich gestern selbstständig gemacht. Hier so ein Sonnenteil. Und die haben das Problem, dass sie manchmal sich auflösen. Also ist entweder mein Händler oder ich bastel eine Runde. Muss ich mal sehen, wie viele Sachen noch dazukommen. Aber das ist genau der Grund, warum man testet. Weil ich fahre nicht zum Testen, damit nichts passiert. Sondern ich fahre dahin, weil ich weiß, es passiert was. Und wenn das passiert, dann können wir wieder an den Händler gehen und sagen, pass mal auf, Garantie, das musst du noch verbessern, das musst du noch verbessern. Ihr typisches, traditionelles Camperfrühstück. Rührei und Bacon. So, einmal Rührei. Guten Appetit. Guten Appetit. Oh, die sehen, für deutsche Croissants sehen die gar nicht so schlecht aus. Ja, es geht. Ja, wenn der Wind jetzt nicht wäre, dann wäre das... Wäre es da mal, ne? Ja, dann wäre es gut. Familie Rösner nach der ersten Nacht auf dem Campingplatz. Kaffee kochen, Familienfrühstück. Alles auf kleinstem Raum. Guten Morgen. Moin, moin. Mama Ilke hat die Nacht wieder auf der umgebauten Sitzgruppe verbracht. Also von Nacht zu Nacht wird es besser. Und der Platz hier, der ist klasse. Also ich habe die ganze Nacht, wie eigentlich die anderen Nächte auch, gut geschlafen. Ich habe auch keine Probleme damit, wenn irgendjemand sich im Wohnmobil dreht, dass dann das ganze Wohnmobil wackelt. Das stört mich jetzt nicht so stark. Und Liv hat sogar im Wohnmobil geduscht. Ganz gut, aber... Also es war halt eng und es wurde von Zeit zu Zeit immer kälter, das Wasser. Küchenchef Martin ist anderes gewohnt. Also was das Platzangebot angeht, ich habe tatsächlich im Stehen gefrühstückt, für mich persönlich. Es ist nicht zu eng, ich gebe es gerne zu, aber ich bin irgendwo, weiß ich nicht. Ich habe lieber gestanden dabei.
Die Rösners möchten einen Ausflug machen. Also alles einpacken. Und zwar so, dass nichts rumliegt. Denn das kann bei der Fahrt gefährlich werden. Auch außen räumen sie alles weg. Vor dem Ausflug steht aber noch der unschönere Teil des Wohnmobilurlaubs an. Weißt du denn, wo du jetzt hin musst? Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Weil, die Entsorgungsstation ist da. Ja, ich weiß jetzt keine Ahnung, wie weit wir fahren müssen. So, keine Ahnung, musst gleich gucken. Ja, oder guck du mal. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich bin nämlich einweisen. Hinter dem Hinterrad. Hinter dem Hinterrad? Hinter der hinteren Achse. Hinter der hinteren Achse? Ja. Ja, also ich glaube, du müsstest noch ein bisschen auf die Seite, also nach links. Die Grauwasserentsorgung nimmt Zeit in Anspruch, wenn man keine Spezialkamera hat. Martin muss genau den Gulli treffen. Ich glaube, jetzt ist gut. Das ist schon ganz schön viel. Ja, das ist wirklich. Es ist nur Duschwasser und Abwaschwasser. Ja, ich glaube, zum Wassersparsam sind wir nicht unterwegs. Nee. Ich wasche halt gerne Hände. Und da wäre noch was. Für das sogenannte Schwarzwasser gibt es separate Entsorgungsstationen. Und dann gibt es hier einen Entlüftungsknopf und dann. Das ist überhaupt nicht eklig unter. Ich hätte auch gedacht, das wird deutlich schlimmer. Es kommt ja auch immer darauf an, wofür man es tatsächlich verwendet. Und wenn man auf einem Campingplatz ist, dann nutzt man die Sanitäranlagen dann doch für die Dinge, die wir jetzt hier nicht gesehen haben. Fürs erste Mal macht Martin alles richtig. Es gibt da aber durchaus Stolperfallen an der Wasserstation. Zum Versorgen habe ich noch einen Tipp. Habt am besten immer einen Schlauch dabei, euren eigenen Schlauch, den ihr immer dann an die Station dran macht. Weil meistens hängt zwar ein Schlauch an dieser Versorgungsstation, aber man weiß ja nie, was die Leute vorher damit gemacht haben. Ich habe das selber schon mal gesehen, dass die Leute dann damit in den Schwarzwassertank rein sind. Und das wollte ich natürlich nicht in meinem Frischwasser drin haben. Benno und Rike Sare drehen ihre morgendliche Runde mit den Hunden. Und erkunden dabei den Platz. Restaurants sind besonders wichtig für die Sares. Hier gibt es ein holländisches. Heute ist Fritür angesagt. Cool. Und die Sonne ist wieder da. Jawohl, dann können wir weitergehen. Genau, so. Zum frittierten holländischen Restaurantessen soll es noch was Gesundes geben. Grillgemüse. Man könnte denken, wir sind in den Niederlanden im Urlaub. Ketchup und Zwiebeln. Die Rösners sind unterwegs zum Timmendorfer Strand. Das ist eigentlich der Ort an der Ostsee, so das Pendant zum Campen auf Sylt an der Nordsee. Das ist der Timmendorfer Strand an der Ostsee. Aber wo parkt man da mit einem Wohnmobil? Hier in so einer Hauptstraße, Strandallee, Timmendorf. Parkschein, doch, man dürfte hier eigentlich parken, links und rechts. Ja, wenn dann jetzt hier was frei ist. Hier? Ja, du könntest ja mal testen, wie es wäre, gell? Ach so, hier ist ja sogar was frei. Ja, okay, das ist natürlich groß genug. Du brauchst ein paar Meter mehr als sonst. Ach, du fährst erst über den Kannstein. Ja klar, sonst komme ich ja nicht da rein. Vielleicht fährst du ein bisschen schaukeln. Ah. Hinten auch noch mal runter. Okay. Ich würde sagen, hier würde ich parken. Ach, perfekt. Martin hat sowieso so ein Parkplatzglück immer. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Genau, hier kannst du einen normalen Parkschein holen, wie auch für einen PKW. Zumindest schon mal passt. Also es geht auch mit dem Wohnmobil in Timmendorf im Sommer zu parken. Im halben Sommer zu parken. Von wegen Familienausflug. Schlagt euch nicht. Bis gleich. Die Kinder haben keine Lust auf Sightseeing. Die freuen sich, dass sie da jetzt sitzen dürfen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier sind. Ja, genau. Und es ist so schön hier. Und es ist
auch mal toll, einfach nur so zu zweit zu sein. Und mit Hund. Genau. Genau. Zurück zum Campingplatz und wieder einparken. Doch dann... Noch weiter, weiter. Stopp! Scheiße, was war das? Alle lösen sich. Du Scheiße. Stopp! Nee, das sieht gut aus hier. Ja, das passt. Wenn man ein Wohnmobil mietet, vor allem als Einsteiger, sollte man darauf achten, dass man auf jeden Fall eine Vollkasko mit dabei hat. Und dann gibt es ja auch noch diese Selbstbeteiligung im Schadensfall. Also falls mal doch was passiert, dann muss man, egal welche Versicherung man hat, meistens noch bis zu einem Wert von 1.000 oder 1.500 Euro noch selbst den Schaden bezahlen. Dafür gibt es natürlich auch noch mal extra Versicherungen. Und dann kann man diesen Selbstbehaltanteil auf ca. 200 bis 300 Euro mindern. Und dann hat man, wenn mal irgendwas passiert, wenn irgendwo was kracht, doch nicht so einen hohen Schaden zu bezahlen. Okay. Liv und Martin kümmern sich ums Abendessen in der Wohnmobilküche. Das war relativ kleiner Platz. Vor allem, wenn man noch gestört wird. Ich mach. Okay. Ja, die Pfanne ist ein bisschen klein, aber weil da soll ja auch noch der Reis zu. Und ach, das soll den Einpott nachher? Ja. Zum Nachtisch gönnen sich Rieke und Benno noch einen selbstgebackenen und mitgebrachten Käsekuchen. Zeit für ein Fazit nach dem ersten Testlauf. Also ganz, ganz wenig Probleme. Ich überlege gerade, was haben wir denn an Problemen? Das eine Schloss haben wir. Das ist blöd. Aber ansonsten, das funktioniert ansonsten alles. Wir haben toll geschlafen. Alles, was mit Abwaschen und Waschen und sonst zu tun hat, das funktioniert. Solch ein Luxusmobil kann man für 250 Euro pro Tag mieten. Das käme für die beiden jedoch nicht in Frage. Ein Kauf lohnt sich immer, wenn man das richtig benutzt. Und wir sind ja im Ruhestand. Wir haben den großen Vorteil, wir können fast zu jeder Zeit irgendwo hinfahren. Und wir benutzen das Wohnmobil dann dementsprechend intensiv und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Genau das Zugeschnittene für dich, das kriegst du halt nicht, wenn du mietest. Unsere Expertin verrät, es lohnt sich, wenn... Wenn man sich ganz sicher ist, dass man auch wirklich mehrere Wochen im Jahr Lust und auch Zeit hat, das dann auch wirklich zu benutzen. Wenn man jetzt nicht wirklich jeden Urlaub damit verbringen will, dann kann es sich vielleicht doch auch wieder lohnen, ab und zu nur mal zu mieten, weil vor allem ja die Fahrzeuge recht teuer sind. Für 9 Tage zahlen die Rösners insgesamt 961 Euro Miete für ihr Basic-Wohnmobil. Also schlussendlich hat es mir wirklich gut gefallen, nach anfänglichen Schwierigkeiten. Und es wurde immer besser. Ja, also mir hat es auch gut gefallen. Aber ich glaube, ich meine, Hotelurlaub ist jetzt gar nicht so meins. Ich würde vielleicht sogar das hier bevorzugen, aber am liebsten Urlaub habe ich eigentlich immer in Mobile Homes gemacht. Die Dusche hat mich ein bisschen genervt, aber sonst eigentlich ganz gut. Also wenn ich das wieder mache, würde ich einfach gerne auch ein anderes Fahrzeug ausprobieren, auf diese paar kleinen Punkte achten, dass wir gemütlicher sitzen und mieten. Weil du mietest das relativ günstig für eine Woche und die Investition auf der anderen Seite steht gar nicht in Relation zu dem, was wir mit dem Fahrzeug tatsächlich anstellen würden. Wenn es uns dauerhaft oder längerfristig gefällt, ist gut. Jetzt sind die Kinder in einem Alter, wo sie Spaß daran haben. Wenn wir später eventuell, aber wirklich nur in die Zukunft geschaut, mal die Idee haben, etwas für uns zu kaufen, dann wird es ohnehin kleiner ausfallen. Also kaufen von einem Wohnmobil im Augenblick definitiv nein, auch ohne zu rechnen. Beim Kauf kann man sich sein perfektes Haus auf Rädern selbst zusammenstellen, wenn man es neu kauft. Bei gebrauchten Wohnmobilen geht man eher Kompromisse ein. Grundregel, damit sich die Investition lohnt, 6 bis 7 Wochen Nutzung pro Jahr. Wer nur mal gelegentlich Lust auf Camping hat, sollte beim Mieten bleiben. Mittlerweile gibt es zahlreiche Anbieter, von privat und regional bis groß und weltweit. Wer dann zum Fan von Wohnmobilurlaub wird und ein eigenes will, weiß zumindest, was er braucht und vor allem auch möchte. Für den perfekten Urlaub auf 4 Rädern. Super interessant, oder?
Und hier haben wir noch Tipps für euch zum Thema. Und auch diese Filme passen ganz gut dazu. Könnt ihr euch vielleicht anschauen und sehr gerne natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Am besten sofort. Das geht hier.